Ab Donnerstag soll es ja dann eine Waffenruhe zwischen Israel und Palästina geben. Unter anderem gibt es folgende Bedingungen: 50 israelische Geiseln werden von den Hamas freigelassen und im Gegenzug werden ca. 150 palästinensische Gefangene, Frauen und Jugendliche von den Israelis freigelassen, also quasi ein Tauschgeschäft. Diese Waffenruhe wird dann in Gaza ab Donnerstag um 5 Uhr morgens beginnen. Ein IDF-Sprecher macht allerdings deutlich, dass Israel weiterhin Gaza bombardieren und Palästinenser töten wird, selbst wenn alle Geiseln freigelassen werden. If, by any miracle, all of the hostages are released over the next few days, will you still continue on with the war in Gaza after that? I'm not aware of any change in our operational directive. I don't think there's a decision not to dismantle and destroy Hamas as a governing authority. Und apropos, bis zu dieser humanitären Pause vergehen ja noch ein paar Stunden. Und wer die Israelis kennt, der weiß, dass die jetzt komplett on fire sind. Im wahrsten Sinne. Ich für meinen Teil bin überzeugt davon, dass Israel das nur macht, weil der Druck von außen zu groß wurde. Hört einfach mal Netanyahu zu, was er sagt. Ihm geht's gar nicht um Verhandlungen. Ihm geht's eigentlich nur darum, dass es danach wieder weitergehen wird. Also an ihm wakesh lavir. אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. Hört sich so jemand an, der ein dauerhaftes Interesse an einer humanitären Lösung hat? Ich wage es mal zu bezweifeln. Was denkt ihr denn? Ich glaube, ihm geht es eher darum, dass man diese Palästinenser weiterhin aus dem Gazastreifen vertreiben will, um Gebietsansprüche, um Umvolkung und ja, was soll ich euch sagen? Mit allen Mitteln wird das gemacht und uns wird dann erzählt, dass es sich um Verteidigung handelt. Und in der Biden-Regierung gab es noch gewisse Bedenken hinsichtlich einer unbeabsichtigten Folge der Pause, dass die Journalisten einen breiteren Zugang zum Gazastreifen und die Möglichkeit geben würde, die Verwüstung dort weiter zu beleuchten und die öffentliche Meinung gegen Israel zu wenden. In der Art, diese Methoden, die man anwendet bezüglich dieser Verteidigung von Israel, die sind nichts anderes als Kriegsverbrechen. Noch wenn ein Bundeskanzler Scholz so euphorisch ist bezüglich dieser Nachricht, dazu beigetragen hat er nichts. Man kann es nicht oft genug sagen, ich verteufel diese Regierung, das ist nicht meine Regierung und die handelt auch nicht in meinem Interesse oder in meinem Wohl. Ich habe keine Lust auf diese Regierung, ich habe keine Lust auf diesen Krieg und ich bin an Frieden interessiert und an diplomatischen Verhandlungen und deswegen meine persönliche Message ist, überlegt euch, auf welcher Seite ihr euch positioniert oder ob ihr wirklich stumpf diesem Narrativ glaubt, dass Israel sich ja verteidigen will. Jetzt seid ihr dran, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht. Ansonsten abonniert den Kanal für alternative News. Ich bin raus, haut rein.